meine Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt in mein Video. Und zwar habe ich euch heute ein super Rezept, einen Blitzapfelkuchen. Und ich werde euch das Schritt für Schritt zeigen. Und ja, und das gelingt auch jedem, egal ob ihr Backmuffel seid oder nicht. Das geht ganz schnell und ich zeige euch gleich die Zutaten. Zum einen benötigt ihr eine Schüssel, ein schönes Schälmesser, Äpfel, Margarine, Backpulver, Vanillezucker, Eier, Puderzucker, Mehl, Zucker, eine Waage und ein Backblech mit Backpapier. Als nächstes nehmt ihr vier Äpfel und schält sie erstmal, so wie ich das gerade mache. Und ja, ihr könnt drei nehmen oder auch vier, ich habe jetzt drei genommen. Ja, und dann schneidet ihr die so ein bisschen klein, so in Würfel. Und ja, ich nehme da kein Schneidebrett, ich schneide die einfach so zack, zack, egal ob ein paar kleiner sind oder ein paar größer. Das ist völlig Schnuppe. Also ganz simpel und einfach für jedermann, ohne großen Aufwand. Rucki zucki. Jetzt fange ich an, die Sachen abzuwiegen, also Butter oder Margarine könnt ihr auch nehmen. Ich nehme jetzt ja Margarine statt Butter und ja, das klappt immer eigentlich ganz gut. Und ja, manchmal geht es gar nicht vom Löffel ab. Eine Riesensauerei. Jetzt kommt Zucker, die ganzen Zutaten. Kommt jetzt alles in eine Schüssel. Vanillezucker mache ich auch nur so ein bisschen. Genau. Da sind noch die Vanilleschoten drin, die getrocknet sind. Muss aufpassen, dass nicht alles reinfliegt. Ja, eins ist schon reingefallen. Voll blöd. Ja. So, dann kommen die Eier noch rein. 5 Eier. Und Backpulver erst noch. Genau. Jetzt kommen die Eier rein, so 5 Stück. Ja, zock zock hinein. Hoffentlich kommt keine Eierschale mit rein, ist nämlich auch schon mal passiert. Was backt ihr so am liebsten? Seid ihr Backprofis oder nicht? Also ich bin keiner. Bei uns ist der Backprofi mein Mann hier. Ja. Und jetzt habe ich sie gleich. So, jetzt habe ich alle Zutaten in der Rührschüssel und schon vermengt. Jetzt fehlt noch Mehl. Jetzt verrühre ich eben noch den Teig zu einem glatten Teig. So muss er dann aussehen. Ich habe auch ein Mixergerät, also eine Mixermaschine, aber ich nehme immer den Handmixer. Da bin ich ganz simpel und einfach gestrickt. Ja, jetzt muss man noch die Äpfel vermengen mit dem Teig. Und ja, ganz vorsichtig und dann kommt das aufs Backblech. Schön auskratzen. Und dann einfach verteilen auf dem Backblech. So, jetzt schlecke ich und probiere ich das mal. Habt ihr früher auch immer geschleckt? Ja, jetzt kommt er schon in den Backofen. Bei 180 Grad für 20 Minuten. Ja, und dann muss man erstmal das Chaos noch aufräumen. Ja, sieht schon spaßig aus. Ja, schon ist der Kuchen fertig. Jetzt natürlich ganz ordnungsgemäß mit einem Zahnstocher. Einmal biksen, dann mal da pieksen, in der Mitte. Ja, sieht gut aus.
Kanne raus aus dem Ofen. Jetzt mache ich noch so ein bisschen Puderzucker. Für das Optische sozusagen. Und schon fertig. Mein schneller Apfelkuchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr lasst ein Like da und abonniert mich fleißig. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und für alle, die es nachbacken wollen, packe ich das Rezept in die Infobox rein. Und dann könnt ihr es mal nachbacken. Ich habe jetzt weniger Zucker auch genommen, weil es dann einfach sonst zu süß wird. Und als Feinschliff, also so, dass es dann schön aussieht, habe ich ein bisschen Puderzucker drauf gemacht. Und dann kann man den genießen. Dann haben wir jetzt morgen einen schönen Apfelkuchen. Sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Egal, was ich mache. Ciao!